Du interessierst dich für Videos und die neueste Technik? Dann ist das Studium Visuelle Technikkommunikation genau das Richtige für dich. Was das ist, das zeige ich dir. Mein Name ist Daniel, Viertsemester in der Visuellen Technikkommunikation. Ich muss nachher zwar noch ein Video schneiden, aber solange kann ich euch ja zeigen, was wir so haben. Kommt ruhig mit! In der Visuellen Technikkommunikation findest du immer wieder neue Wege, Informationen zu vermitteln. Sei es durch Bilder, Videos, Grafiken, 3D-Animation oder Virtual Reality. Du würdest immer wieder was Neues finden. Ah, der Schnittraum 2. Hier könnt ihr eure Videos, wenn euer Rechner mal nicht funktioniert, zu Ende schneiden, denn sie sind von morgens bis abends immer zur Verfügung. Und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der sein Video heute noch fertig machen muss. Naja, dann zeige ich euch erstmal das audiovisuelle Labor. Kommt mit! Neben der klassischen Mediengestaltung, also Videoproduktion, Bildbearbeitung, Design und Animation, bekommst du in Unternehmens- und in Marktkommunikation sehr gute Grundlagen. Dasselbe gilt aber auch für alle naturwissenschaftlichen Fächern, also Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik, aber auch in der Biologie und in der Chemie. Das hier ist unser audiovisuelles Labor. Hier treffen wir uns in kleinen Gruppen zusammen, um unser Werk zu betrachten. Und meins ist zum Beispiel morgen auch hier dran und wird besprochen. Nach deinem Studium hast du die Möglichkeit, einen Platz in der Unternehmenskommunikation, Visualisierung oder als 3D-Artist zu finden. Auch kannst du als Videojournalistin oder als Social-Media-Redakteurin unterkommen. So, jetzt zeige ich dir aber noch schnell die Regie und dann haben wir ja einen, würde ich sagen, schon einen guten Rundgang durch alle wichtigen Räume gedreht. Hier üben wir in verschiedenen Projekten den Ablauf von TV-Produktion und Livestreams. Wie du gerade siehst, sind einige Mitstudierende am Arbeiten. Malte, kannst du schon auf dem Studium gehen, ne? Was das genau heißt, haben wir uns mal genauer angeschaut. Lass uns ihn nicht weiter stören. In der Hochschule gibt es übrigens viele interessante Wahlfächer und AGs, in denen du deine Interessen und deine Fähigkeiten weiter ausbauen kannst. Von PR- und Social-Media-Kampagnen im BRS Motorsportverein bis hin zu redaktionellen Projekten, wie zum Beispiel im Doppelpunkt oder im Technikjournal, ist für jeden etwas dabei. Dabei unterstützt dich die Hochschule mit Equipment zum Ausleihen. Und wo das Ganze ist, das zeige ich dir jetzt. Das hier ist unsere Ausleihe. Hier findest du alles, was dein Herz begehrt. Von professionellen Kameras über Stative bis hin zu Audiorekordern und Mikrofone ist alles dabei. Wir haben sogar auch 360-Grad-Kameras, mit denen du dein Video noch besser machen kannst. Falls du etwas brauchst, kannst du gerne mich fragen, denn ich bin später für die Ausleihe tätig. Aber jetzt lass uns doch mal schauen, ob der Schnittraum frei ist. Ach, super, endlich frei. Ich habe dein Interesse geweckt. Großartig. Falls du noch mehr Informationen haben möchtest, geh doch einfach auf unsere Homepage oder scroll durch unsere Social Media Kanäle. Jetzt muss ich mich aber beeilen, denn meine Abgabe ist schon in ein paar Stunden. Wir sehen uns ja vielleicht nächstes Semester.